In der letzten Episode. Halt. Guck, ob da... Ja, ja, genau. Das sind Streichhölzer, Junge. Siehst du die nicht? Warum siehst du die nicht? Lass jetzt mal nehmen. Dankeschön. Ja, wir klettern jetzt schon nicht. Ja, wir müssen da natürlich hier... Oh, das war so anstrengend. Uff, oh. Zustand wiederherstellen, Junge. Ist fertig mit Schnaufen. Du hast doch nur einmal das Seil angefasst. Wieso ist die Kletterhöhle? Kannst du ja gar nicht klettern. Ja, genau. Ja, guck mal. Oh, ich bin der Klettermeister. Und so geht's weiter. Ja, und damit herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Folge 303. Ja, der Sat-Bonus ist natürlich kritisch zu halten. Wir haben jetzt hier ein bisschen Essen gefunden. In der Kletterhöhle befinden wir uns. Ein bisschen. Also wirklich nur ein bisschen. ja, dann sollte man vielleicht zulangen. Da er auch Durst hat. Ja. Die Kletterhöhle ist lustigerweise eine warme Höhle. Das heißt, wir können hier ein paar Sachen rauswerfen. Schon mal. Ja, ein paar. Mehr ist da nicht möglich. Ach du Schande. Okay, ich würde gern... Haben wir hier einen Container? Wir haben einen Container, okay. Ah, funktioniert doch noch, okay. War nur zu weit weg. Ja, okay, das meiste geht tatsächlich aufs Holz. Hm? Dann ist das gar kein Problem, der Rest. Ja, noch ein... Na, das ist echt viel Stuff. Okay, wie viel Holzkohle? 16. Alles klar. Haben wir hier das schon rausgeholt? Natürlich. Okay, und zwar... Kletterhöhle ist hier unten, im Prinzip direkt links herum. Genau. Inzwischen ist auch beim Jungen dieser Hotfix draußen, den ich euch gestern von der Madame erzählt habe. All den Dingen, die sie geändert haben. Zum Guten wie auch zum Schlechten. Echt, selbst im Wind geht die Temperatur nicht runter. Krass. Ist schon ein leichter Unterschied wie Tag und Nacht zwischen Madame und Junge. Okay, du kommst tatsächlich gar nicht weiter hier ran, echt? Okay. Ah, da gibt es noch Futter. Ja. Ich habe euch das ja schon erzählt, was es gibt und wichtige Hotfixes halt. Wichtigste ist eigentlich, dass Waffen schwanken, wenn unterkühlt. Das ist ja mit ihm nicht feststellbar, weil es ist zu warm. Ja, und wir müssten mit dem Jungen nochmal auf die Hoch. Was ist denn das eigentlich für ein Seil darauf? Das ist irgendwie ein Seil da oben. Keine Ahnung, wo die Wölfe wieder sind. Er steckt wahrscheinlich irgendwo. Ja, es konnte übrigens auch sein, habe ich gelesen. Weiß auch nicht, ob das schon gefixt. Ich glaube, es wurde gefixt, dass wohl Tiere in Wänden feststecken konnten, wieder mal. Mhm. Den Bug gab es schon mal. Den gibt es jetzt wieder. Oder gab es wieder. Er ist jetzt wieder gefixt. Gucken, wann sie ihn wieder einführen. Das ist, ach, hier ist die Anglerhütte. Hm. Und da geht's runter. Waren wir da schon oder war das die Madame? Ich hatte keine Ahnung. Die bezeichnen auf jeden Fall mal hier. Das dürfte wahrscheinlich keinen Unterschied machen. Genau. Ja, und das heißt, wir sind nicht auf der Ebene mit der Brücke. Die ist noch ein Stück höher. Ah, hi. Da hat er mich kurzzeitig erschreckt, weil ich gesehen habe, was da auf uns zurennt. Ja, wir kämen sogar hoch, lustigerweise. Ja, und hier kommst du runter.
zur Anglerhütte. Ja. Inklusive Gewehr. Wie ist denn das? Haben wir das jetzt? Wir haben das schon geholt. Wir sind schon mal hier runter, echt? Aha. Wahrscheinlich sind wir hier das Seil runtergekommen. Was ist? Jetzt muss ich doch mal gucken. Nee, das Seil führt. Nee, das ist hier das Seil. Okay, das ist nicht hier das Seil. Es müsste direkt am Ende des Sees da drüben ein Seil geben, echt? Moment, wir müssen erstmal das Ende des Sees haben. Also das heißt, die Hochwiese ist fertig. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wo ist das Polaroid hier? Weil auf der Hochwiese das Polaroid, das Fehlende, wurde gefixt. Ich weiß aber nicht, wo das ist. Das heißt, wir müssen da mal ein bisschen scharwenzeln und gucken, ob wir da was finden. Da ist ein Hirsch. Think about his food. Ja, zeichne erstmal, Junge. Hallo. Hier ist aber kein Container zu sehen, okay. Hier, da ist das Ende des Sees und dann soll hier. Tatsächlich, da drüben. Da ist nur keins dran. Rechts oben in der Ecke. Sieht man es besser. Das ist wirklich sehr, sehr merkwürdig. Aber das hieße? Ist es dann irgendwie von hier dann, dass du darüber kommst oder was? Ich frag mich nur, wie? Wie kommst du hier rauf? Wieso höre ich hier einen Bär? Weil es hier einen gibt, das ist doch ganz klar. Gut, alles klar. Messer, Fleisch, raus. Auch noch gerne Fell mitnehmen, wieder mal. Natürlich. Ah ja, Blizzard. Das ist ja wunderschön. Ja, guck mal, da sind noch mal ein paar Krähen vorbeigekommen. Gut, im Sturm zurück. Ja, wir gehen auf Nummer sicher. Wir müssen sowieso den Grill erstmal anwerfen und dann das Fleisch muss erstmal durchgaren. Ist fast horizontal. Ja, jetzt die Hütte finden, die Höhle finden, das ist natürlich ein Traum. Die Kletterhöhle. Ja, dann gucken wir mal. Wasser. Hä? Wo sind wir hier, Junge? Ja, das ist gerade dämlich. Ich suche erstmal den See. Das ist kein See, das ist, glaube ich, sogar das Gegenteil. Kann das sein, dass ich gerade hier hochgerannt bin? Ich bin hier drüben, kann das sein? Ich gehe jetzt mal in Windrichtung. Ich will mal gucken, ob wir auf einen See stoßen. Ja, komm. Oh,
noch einen nehmen. Ja. Ne, wir brauchen die Höhle. Was ist denn hier die... Ne, das ist hier völlig falsch. Wie sind wir hier, Junge? Can't feel my feet. Ist das der See? Okay. Ah, da oben ist sie. Okay. Ich glaube, wir sind gerade da vorbei, scharwenzelt. Hm? Zum Glück ist es warm hier drin. Gut, alles klar. Dann gib mir vor allem mal das und die beiden Dinger. Und die beiden Dinger. So, das sieht sehr windgeschützt hier aus, hier hinten. Da kommt er hinterher, sehr schön. So, was haben wir denn alles? Viele Papierstreichhölzer. Could eat anything right now. Ja, ich weiß. 98. Oh, schaffen wir das? Ja, ich bin mal gespannt, ob das klappt. Ja, des Todes. Gut. Warte mal, warm genug ist es ja eh, genau. Nein, auch nicht zu viel. Okay. Was sagt der Wasserbestand? Dann gib, genau, gib mir mal. Na, das hast du ja wunderschön gemacht, Junge. Achso, wir haben noch einen Topf, echt. Ja, das wird funktionieren, auf jeden Fall. Okay. Guten Appetit. Wolltest du auch was davon? Okay. Ein Liter. Ich denke, das reicht dann auch. Inzwischen hat ja auch die Nacht angebrochen, also daher. Geht es ja nur noch darum, dass man schlafen geht. So, das reicht ja auch, so. ja, genau. Ich schlafe trotzdem in zwei Sessions erstmal 6 Stunden. Uff. Und dann trinkst du nochmal. Was haben wir jetzt erstmal wieder genug? Ja, gute Nacht. Ja, permanent dieser Sturm, das geht einem schon leicht auf den Wecker. Gut. Ja, jetzt natürlich die Frage, was machen wir mit dem massiven Übergewicht? I'm gonna have to leave something behind. Echt ein cooles Wetter. Okay, ich muss nochmal auf die Karte schauen. Wir sind hier rübergekommen, auf die Höhle, auf die Ebene. I'm gonna need to eat soon. Ja, du bist ein Schwafelminister. Ja, wie kommt man da hoch? Eigentlich nur irgendwie hier drüben rüber. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Säulenstütze. Mal diesen Weg nochmal komplett zurückgeht. Das ist nicht einfach. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob dieser Block überhaupt rauskartierbar ist. Es könnte nämlich sein, dass man da gar nicht... weil die Grenzen sind hier tatsächlich relativ scharf rundherum. Dann machen wir es erstmal anders. Wir machen erstmal einen Gang runter zur Anglerhütte. Zeug ablegen. Und Pferde essen. Gut. Wir sind echt schwer wie Hulle. Der Pferdeesser, der braucht ja ein bisschen Futter. Also. Halt, da war was. Ja, ich hab dich gesehen. Oder aufstehen. Ja,
Ich habe keine Ahnung, ob es auf der Ebene auch anderes Getier gibt, außer Hirsch und Hase. Ich meine, es könnte natürlich auch theoretisch sein, dass Hinterland sagt, ja, der ist zwar ein Seilaufstieg, aber der kommt da nie rauf. Aber ich kann mir das eigentlich, um ehrlich zu sein, fast nicht vorstellen. Genau. Wahrscheinlich haben sie den Aufstieg nur etwas versteckt gemacht. Das kann ich mir halt eher so vorstellen. Die Bartflechte auch noch mit. Ja, ich glaube, wir sind von da. Sind wir von da oben mal gekommen? Ja, beziehungsweise von da oben kannst du kommen. Das ist, glaube ich, dann die Hochebene ganz da oben. Also, wenn du da hochkletterst, dann ist, glaube ich, noch ein Seil. Da drüben sind auch Krähen. Ja, also wir müssten definitiv nochmal auf die Hochwiese, weil da das Polaroid gefixt wurde. Das zu findende. Wir haben bisher noch gar keins gefunden. Warte mal schauen, ob das vielleicht von hier unten ist. Diese Krähengeschichte oder... Nee. Das muss irgendwo da oben sein. Ja, die sind auch ein Stückchen noch weit weg. Okay. Ja, also das Seil ist das Seil. Wir stehen jetzt genau hier. Und dann bist du halt auf dieser Hochwiese. Und die ist nicht so riesig. Die ist wirklich nicht so riesig, wenn man sich das denkt. Das ist alles hier schon tiefer. Tja, Junge, wie kommen wir darauf? So könnte das Wetter gerne öfter sein. Finde ich schon. Den Fuchs haben wir irgendwo wieder abgehängt. So ist das hier. Wieder die Axt schwingen, okay. Nicht das Messerchen. Na, versuch mal hier drüben runter zu kommen, Junge. Genau. Mal schauen, ob hier noch was liegt. Das sieht aber nicht so aus, okay. Ja, das Gewehr ist schon weggenommen. Ja, das sind die von der Leiche, genau. Die werfen nur keine Federn ab. Okay. Oh, ich muss was essen. Fällt mir doch gerade ein, wo ich das so sehe. Dies war knapp, Junge. Jetzt kommt wieder der Wind dazu. Das macht's nicht einfacher. Wir müssen nochmal gucken, ob wir in der Anglerhütte irgendwie Futter haben. Ich will auch noch mal zu dem Feuerfass darauf. Ich weiß, dass wir dann... Wobei, wir machen uns erstmal leicht, ja. Weil schwer gegen den Sturm, das ist nicht so geil.
Ich habe nämlich bei der Madame, die habe ich ja gerade beendet, an dem Feuerfass was gefunden. Ich will mal gucken, ob wir da auch was gefunden haben. Oder ob das da noch liegt. Na, ah ja, guck mal. Futter. Lecker Futter. Yes. Naja, lecker Futter. Oh ja. Also ein Wolf ist aber schon... reicht für einen Tag. Wie heißt es so schön? A wolf a day keeps the doctor away. Naja, schon, dass da schon so viel drin ist. Ist ja der Hammer. Dann ist es ja gut, dass wir hier noch viel mehr Stöcke haben. Ich krieg das gar nicht alles rein hier. Das Zeug. Wie viel kriegt man denn rein? Da halt, warte mal, ich will erst mal gucken, was wir sonst noch haben, was wir hier reinlegen müssen. Ja, Halt, die Stöcke, habe ich gesagt, machen wir später. Das kann erstmal hier bleiben. Ganz so viel Stoff braucht man nicht. Das fliegt alles raus. Zwei bleiben hier. Eine basteln wir uns, 12 Federn. Ja. Messerchen, Dose, Dose. Hasenschlinge. Das übliche halt. Kann man sich mal ein bisschen erleichtern. Metzstein bleibt jetzt auch erstmal da, auch wenn das Beil nur noch auf 65% ist. Das bleibt erstmal so, wie es ist. Das und das. Genau. Wie sieht es hier aus? Sieht eigentlich gut aus. Das muss man tatsächlich sagen. Ansonsten sind es tatsächlich nur noch die Stöcke, in Anführungsstrichen nur noch. Dann sind wir immer noch auf 45 Kilo auf. Gut, dann kann ich es nicht ändern. Ich schmeiße sie trotzdem alle hier raus. So. Ja, ich weiß, das ist alles schon getrocknet, aber da legen wir einfach Neues drauf. Nur sogar unter 40 Kilo, das ist krass. Okay, die Bartflechten behalte ich erstmal in Stückform. Das nehmen wir so mit. Das ist die Laterne eigentlich von uns, aber weil die Laterne, die wir jetzt haben, auch nicht mehr so wirklich viel Öl hat. Uff. Ja, hier ist kein Öl tatsächlich. Wie viel hat die noch? 0,11, okay. Ja, man kann sie leider nicht entleeren, also nicht umfüllen von einer auf die andere. Okay, wieder raus. Es ist immer noch sonnig, Junge. Und du hast einen massiven Durst. Tja, Junge. Weiter geht's, würde ich sagen. Tages gerade erst zu Beginn. Also da kann man noch einiges erreichen. Achso, ich wollte euch mal schauen, journaltechnisch. Wo steht man? 470 Tage, okay. Einen Monat hast du noch, Junge. 209, echt. Ist weniger Blizzard als die Madame. Die inzwischen auf ein Jahr oder so sein müsste. Also müsste ganz, ganz, ganz kurz davor sein. Also viele gute Dinge hier. Ja, das meine ich aber nicht, was ich mit der Madame gefunden habe. Natürlich finde ich die Rohrkolbenstängel auch mit der Madame. Das ist ja relativ einfach. Warte mal, habe ich nicht gesagt, Wind ist besser, tatsächlich andersrum das anzuhaben? Ja, da ist tatsächlich nur noch ein Pfeil nach unten. Darf einen halt nichts angreifen, das ist halt so das Einzige. So, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Komm. Kann ich eigentlich... Nee, kann ich nicht. Okay. Den Fuchs auf die Rohrkolbenstänge. Nur wenn es auseinandergenommen ist anscheinend. Naja, da gucken wir mal, wo das... Wieso das so stürmisch war, hm? Das ist schon merkwürdig. Das Wetterchen. Oh ja, guck mal. Is it food or? 0%, ja. 49% die Schmerzmittel, immerhin. Auch 0%, okay. Ja, da vorne sehe ich einen Wolf und da sehe ich auch einen Wolf, okay. Da sehe ich Gras.
Okay, also, wir stehen jetzt hier. Es gibt, also genau, da oben ist der Wolfsbiss. Wir könnten da drüben mal lang, das ist halt dann der Aufstieg. Also wenn wir von hier lang gehen, das ist der eine Weg, dann kommen wir, weiß nicht, ob man, nee, kommen wir dann auch hier auf diese Ebene rauf, oder wie ist das? Wahrscheinlich würde es Sinn machen, mal in die Richtung zu gehen, tatsächlich. Nur was mit den Wölfen machen halt, durch die wir leider durch müssen. Tja. Sie dürfen ja auch gerne abhauen. Ich habe ja nichts dagegen, wenn sie, dass sie abhauen, aber... Das sehen sie anders. Gott, dann komm mal her, Junge. Du brauchst gar nicht so zu tun, dass hier so elegant im Kreis laufen. Aber guck mal, wie gut ich hier um dich herum laufe. Ach, sind noch zwei Wölfe. Apropos. Ah, da steht er. Nee. Ja. Genau. Renn du mal lieber weg. Oh, das war ja noch ein ganz kleiner. Nein, das messe ich. Komm. Ich schmeiß das hier auch direkt wieder raus, weil ich will das jetzt auch gar nicht mitnehmen. Der eine ist da drüben, okay. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nämlich, ist es noch einer, okay. Na dann, ach, guck mal. Oh, was habe ich gerade gemacht? Ich habe es schon wieder vergessen. Echt, da hat diese Sichteinschränkung hat gereicht, um das abzubrechen. Was ist das denn für ein Angriff? Das ist Taktik. Ich warte jetzt, dass er irgendwo wieder auftaucht. Oder bleibt er jetzt stehen? Ne, da hinten ist er. Idiot. Junge, ich kann das Gewehr nicht lange halten. Ah. Jetzt ist er da hinten wieder. Ganz einfach. Er weiß anscheinend selber nicht, was er will. Das nennt man dann einen verwirrten Wolf. Ja, ja, schon. Wir gehen und zwar zurück zu dem anderen Wolf. Legen das Fleisch dort ab. Ja, ja, nehmen. In der Hoffnung, dass der andere Wolf nicht auch noch kommt. Gott. Er hat sich's gerade umüberlegt. Nee, wenn es nicht mehr so gut riecht, dann laufe ich ganz langsam. Ist da wieder eine Feder? Da ist wieder eine Feder. Na, Foxy, bei mir musst du dich dran gewöhnen, dass ich hier sehr erratisch durch die Landschaft laufe. Ich meine, es ist natürlich schon ein Traum, dass die Wölfe genauso aussehen. Huch. Achso, das ist verbrannte Birke. Ah ja. Ja, dass die Wölfe genauso aussehen wie verbrannte Baumstämme. Haben sie wieder ihr Farbschema eingehalten. Echt? Das sind jetzt zwei Wege hier. Hm. Okay. Dann machen wir von hier oben eine Zeichnung. Ah ja, guck mal. Hat sogar noch ein bisschen Farbe und der Baum. So, was gibt das? Nichts. Gott, alles klar. Wir sind direkt unterhalb des Wolfsbiss. Echt lustig. Na gut, rein geht's noch auf jeden Fall.
Steigeisen sollen jetzt wieder einen sicheren Halt haben. Also einen echten sicheren Halt. Bin ich mal gespannt, ob ihr da was berichten könnt darüber. Jetzt natürlich die Frage, welche Ebene ist das? Und führt der andere Weg einfach auch nur hierher? Dann gehen wir den mal lang. Ich denke, das ist einfach nur ein Fels und der hier halt dazwischen steht. Kommt man wahrscheinlich auch wieder nur runter. Ja, ich will halt auch nur gucken, ob hier irgendwas liegen kann. Ne, warte mal, wir stehen hier. Ja, irgendwo muss es da rauf gehen, aber von hier aus kommst du auf keinen Fall rauf. Schon schade. Ist natürlich die Frage, heißt das, dass wir jetzt hier schon waren? Ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern. Da oben die Birken. Was ist das für ein Seilaufstieg? Na, guck mal, die nehmen wir gerade mit. Prozente kann man mal schnell mal verlieren. Ich meine, wir haben sogar ein paar Taser Vorrat. Aber seitdem Nebel ist, geht die Temperatur wieder rauf. Okay. 25,10. Halb. 25,9. Okay, das nimmt ja wunderschön. Das Spiel der Ergo, ich nehme keine weiteren Stöcke auf. Der Fuß mit der Schabernack. Musst du hinterher oder habe ich dir, hänge ich dich jetzt hier ab? Wahrscheinlich hänge ich ihn jetzt wieder ab. Gut, das Problem kann man relativ schnell beheben. Da ist auch wieder so eine Seitentasche, okay. Wir machen gleich mal eine Kartierung hier. Nee, das geht hier rund. Ach. Ja, okay, jetzt weiß ich, wo das ist. Großväterchen ist hier raufgekommen. Okay. Dann müssen wir da nicht nochmal rauf. Dann gehen wir einfach mal in die Richtung, weil der ist tatsächlich einfach darauf gestiefelt. Achso, ich wollte ja nicht noch mehr nehmen. Hm. Schösslinge, naja, wo geht's gerade weiter? Okay, die zeichnen wir erst ein, bevor wir die abnehmen. Okay. Ja, das ist halt der Seilaufstieg da hinten. Aber das heißt... Nee, das ist der Seilaufstieg da hinten. Hier muss direkt ein Seilaufstieg sein. Oder ist das doch der? Moment. Schnappt ihr auf jeden Fall mal eine Schusswaffe. Ach, tatsächlich, hier ist er. Damit kommst du dann auf diese Ebene wahrscheinlich rauf. Wo
bevor wir da aber raufklettern, müssen wir natürlich... genau hier. Nur unten sind wir durchgestiefelt. Okay. Das ist gar nicht so schwer, hier rumzukommen. Okay. Das ist super, aber hier ist nichts. Tatsächlich mal nichts. Sag dein Auge, sieht eigentlich relativ cool aus. Der Aufstieg ist auch nicht zu üppig. Und da liegt eine Kohle. Ne, ist ein Stück Holz. Hm? Das geht immer noch. Ja, wir tauschen natürlich das richtige Werkzeug. Fester Halt. Einmal rauf, bitte. Na, jetzt bin ich mal gespannt, was wir da oben finden. Fertig, echt? Hast du geschafft? Ist ja der Hammer. Okay, das heißt, wir stehen jetzt hier oben. Mach mal eine Kartierung. Da unten sollte übrigens irgendwo eine Höhle sein. Ich habe keine Ahnung, wo er die wieder gesehen hat. Da ist die hier oben. Du bist müder als der Tag ist. Hier ist tatsächlich die Brücke. Krass. Was ist hier? Mhm. Ja, 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 ja. Ein geheimer Pfad. So, wie sieht's aus? Irgendwas zu finden hier. Wahrscheinlich eine gute Kartierung. Aber die Brücke stiefeln wir gleich. Da, das ist die, wo die Leiche runtergefallen ist. Da unten ist die Anglerhütte geradeaus. Und? Die Karte sieht gar nicht so schlecht aus. Sehr schön. Kommt mal hier rauf. Das ist ja der Hammer. Irgendwo höre ich da vorne Krähen, aber das ist halt woanders. Nein, das ist nicht woanders. Das ist tatsächlich dieser Baum. Das ist die Leiche hier beim Wolfsbiss-Ausblick. Da drüben, da ist der Wolfsbiss, da oben ist man dann. Irgendwo, ich glaube, bei den Bäumen, wo die sind. Und jetzt, oh ja. Das ist ja erst glatt auf. Da unten ist die Leiche zu sehen schon. Das ist auch garantiert nicht wagemutig. Ja, Holz haben wir genug. So, ja, noch was mit dir? Oh, alter Schwede. Hat 83% Feuerstahl. Das ist echt der Hammer. Da unten liegt Wolf. Das ist aber der... Ist das der zweite oder der erste? Gute Frage. Ja, schon. Ja, das ist echt abgefahren. Die Karte. Okay, dann lass ihn liegen. Gesagt, ich muss was droppen. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn man da auf diesen Felsen geht, okay? Aber kommt mal hier oben weiter. Ja, da ist das Seil, wo wir hochgestiegen sind. Tatsächlich. Okay. Gut. Wieder zurück. Hoffentlich. Nee, nee. Das ist One Way. Wenn du hier runtergegangen bist, dann musst du... Naja, okay. Es geht, Junge. Es geht.
Okay, nochmal darüber, hallo. Naja, und schön draufbleiben. Gut. Jetzt will ich dann doch mal schauen. Hier soll eine Höhle sein. Ach, das ist die Höhle an dem anderen Aufstieg, okay. Da war auch Großväterchen. Gut, dann wieder zurück. Oh, das ist ja ein Monsterbusch. Der wird nichts sein. Außer eine Möglichkeit zu springen. Oder zu fallen, ja, naja. Komm, schön unten bleiben mit dem Kopf. So, gibt's hier Streichhölzer, aber nein. Thank goodness. 0%. 0%. Fluchtbrücke. Da ist die Leiche durchgefallen, echt? Das ist schon bitter. Dass sie überhaupt da durchgepasst hat. Halt, war da was? So, ich sollte... Halt, wir sollten mal hier kartieren. Wenn wir schon mal hier sind, dann zeichnen wir hier das noch fertig. Genau, genau, super. Dann finden wir wahrscheinlich hier ein Seil, wo man wieder hier runtersteigen kann. Das ist ja interessant. Gut. Vorne ist der Abstiegspunkt. Jetzt müssen wir nur noch das Seil hier finden. Ich weiß nicht, ob er hier eins findet. Ja, bisher war es immer so, wo ein Abseilpunkt war, haben sie oftmals auch ein Seil platziert. So viele Aussichtspunkte. Wird mir ganz körrab. Ja, ich komme auch wieder runter, Fuxi. Aesop. Ich habe ihn ja Aesop getauft. Habe ich euch auch im Interloper erzählt. Wegen der Farbe von Aesop. Ich nehme an, die Wölfe sind eher hier unten als auf dieser kleinen Ebene. Vorne ist wieder ein Chessling. Ja, wir sind einiges zu schwer. Na gut, wir werden heute Nacht wieder was essen. Müssen erst mal gucken, wo wir auf dir pennen könnten. Erstmal das Seil finden. Wenn wir kein Seil finden, dann können wir gerade wieder retour hier gehen. Gut. Ach so, hast du den eigentlich eingezeichnet? Nö, hast du gar nicht eingezeichnet. Aber bin ich mal gespannt, ob du das noch hinkriegst. Naja, kriegst du, okay. Ja, dann machen wir vorne nochmal eine Plattierung. Aber ich fürchte, hier ist nichts mit Seil. Not sure why I feel so tired. Das wäre wahrscheinlich auch zu einfach. Du musst ja ein Seil mitbringen, wenn du hier runter willst. Ist da oben? Was ist da oben? Nichts, ganz einfach. Erwartest du hier ernsthaft einen Unterschlupf? Ich erwarte hier eigentlich was zum Heruntergehen. Gott. Ja, also hier könnte man herunter, wenn man ein Seil hätte. Dann wäre man auf der Ebene, lustigerweise, wo die Folge begonnen hat. Und das heißt auch hier dieser Berg, da kommst du dann. Das ist dann tatsächlich ein Gebiet, wo du nicht drauf kommst. Da drüben geht es zur Hochebene rauf.
Ist natürlich die Frage, kann man dennoch hier irgendwo absteigen? Oje, nee, ich fürchte eher nicht. Hallo. Mal schauen. Nee, das ist nicht gut. Das ist keine gute Idee. Gut, dann schauen wir einfach in der nächsten Folge, wie wir hier wieder herunterkommen. Nothing to drink. Und wo wir Wasser herbekommen. Aber das ist die einfache Aufgabe von allen. Das ist auch wieder so eine coole Aussicht. Mehreren Hügelketten, Bergketten. Coole Map. Ja, in der nächsten Folge geht's weiter. Was wir auf jeden Fall noch machen müssten, wir müssten wieder mal zurück. Wir müssten nochmal unterhalb dieser Brücke durch und hier hinten halt herumwuseln, um das sauber zu bekommen. Aber dann sind wir tatsächlich fertig mit der Karte. Naja gut, wir müssten, nein, nicht, also mit der Karte nicht wirklich, aber wir müssten nochmal hier irgendwie rauf und den Weg nochmal hinunter gehen. Ja, vielleicht kann man da auch noch ein paar Sachen glatt zeigen. Sehr schön, danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen guten Tag. Wir sehen uns, macht's gut.